egal wo man hinkommt, es gibt Demonstrationen. Das ist erstmal ein gutes Recht in unserer Demokratie, aber vor allen Dingen gibt es Demonstrationen von verschiedenen Seiten. Es sind zum Beispiel heute Tierrechtsaktivisten da. Ich bin jüngst in Göttingen an der Universität gewesen. Also da hat man schon gar nicht mehr durchgeblickt, wer alles demonstriert hat, gegen wen. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil wir natürlich in unserer Gesellschaft Zielkonflikte haben und dass die Junglandwirte sagen, wir wollen, dass sie sich für unsere Interessen einsetzen. Ja. Wir haben so viele Märkte auch als Ministerium geöffnet. Sie alle wissen, dass wir gerade, wir Deutschen sind zurzeit weltgrößter Schweinelieferant in China. Und das hat natürlich, das passiert nicht von selbst. Einmal haben wir die ASP in China. Und wer nachher Interesse hat, ich kann gerne auch noch erläutern, was wir wirklich an Prävention massiv tun, dass wir in Deutschland verschont bleiben. Versprechen kann ich es Ihnen nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in einem Weltmarkt und ein Drittel unserer Produktion, der landwirtschaftlichen Produktion, wird exportiert. Das heißt, wir sind in Interdependenzen. Und ich fand es interessanter, während dass Sie vorhin sagten, Kompetenzrangeleien zwischen den Ministerien. Ja Leute, das liegt in der Natur der Sache. Also ich glaube nicht, dass Sie erfreut werden, wenn die Umweltministerin nur ihre Dinge durchziehen könnte. Natürlich rangle ich mit ihr, weil ich aus der Sichtweise der Landwirte was anderes sehe. Und sie sieht es aus einer anderen Sichtweise. Und wenn ich mir mal den Bauernverband oder Landvolk oder sonst wie anschaue, also wenn Sie immer mit einer Stimme reden würden, hätten wir es auch einfacher. Also da gibt es auch Rangeleien, um es mal kurz zu sagen. Das ist in der Natur der Sache drin. Ich komme aus einer Region, Rheinland-Pfalz, ich komme auch aus der Landwirtschaft. Verantwortung trägt im Ansatz. Was will ich damit sagen?